Schönen guten Tag und frohes Neues erstmal. Gestern kam kein Video, weil ich absolut flach lag den ganzen Tag. Ungefähr so habe ich Silvester gefeiert. 2, 1, Happy New Year! Aua. Wie es mal wieder typisch ist für Deutschland, ist Silvester auch dieses Jahr mal wieder komplett eskaliert. Vor allem in den großen Städten. Wir checken heute mal wieder ein paar krasse Videos aus, die dabei entstanden sind. Und wirklich, es ist mal wieder alles schief gegangen. Aber erstmal muss man auch anstoßen auf das neue Jahr. Ja, klasse. Das war's dann auch mit Anstoßen. Frohes Neues, gesundes Neues euch allen. Wuhu. Berlin Wedding, erst 19 Uhr und erste Wohnung brennt. Ja, okay, Feuerwehr ist endlich durchgekommen. Classic Berlin. Was haben die gemacht, dass um 19 Uhr schon die Party bei denen vorbei ist? Überlegt mal, was für eine unangenehme Stille danach im Raum ist. Ich küsse doch sein Herz. Ich fass es nicht. Dort brennt einfach ein Balkon, Feuerwehr ist schon da, riesengroßer Einsatz und der Bre kommt raus mit Partybox, um erstmal die Stimmung ein bisschen aufzuheizen. Geiler Typ, wirklich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, halbe Stunde später, auch in Berlin, die nächste Wohnung ist am Brennen. Sowas gehört halt dazu. Das muss man auch mal in Kauf nehmen, wenn man ein schönes Silvester haben will. Und ich kann mir auch schon ganz genau vorstellen, wie sowas passiert ist. Dadurch, dass sich zwei gegenseitig bekriegt haben. Die beschießen sich einfach von Haus zu Haus. Wie gottlos. Das ist endlich der Zeitpunkt, wo man sich bei seinen Nachbarn rächen kann für all die die man über das ganze Jahr ertragen musste. Einfach Vollautomatik mit Silvesterraketen am Schießen. Und man hat wirklich Pech, wenn das hier dein Nachbar ist. Der Bruder hat sein eigenes Luftabwehrsystem. Ach du heilige Scheiße! Was hat der vor? Wohin will er denn? In den Krieg? Der ist wirklich darauf vorbereitet, heute Abend noch seine gesamte Straße zu verteidigen. Kleine Schweigeminute an alle alten Menschen, die zu Hause waren und draußen so ein verrückter 3 Stunden durchgängiger Böllern war. Die Armen denken, es fliegen gerade Bomben. Das sieht dann aus wie bei den 2 Bres hier, die Silvester auf Madeira angeschaut haben. Geht denn da ab? Die springen auch schon in Deckung, weil die denken, gleich fliegen richtige Bomben durch die Luft. Wer zündet das alles da unten? Das sieht aus und hört sich auch so an, als würde gleich wirklich die verf***te Apokalypse starten. Wieso muss eigentlich immer alles eskalieren an Silvester? Wieso schaffen es die Leute mal nicht, nichts abzubrennen? Genau wie die hier. Ich weiß ja nicht, ob euch was auffällt, aber das Haus brennt. Das ist nicht die Batterie oder so, die da gerade die Lichtshow macht. Das verdammte Haus steht in Flammen gleich. Das ist so gottlos, ne? Genauso gottlos wie der nächste Bre hier. Her work gone wrong. Mein Gott. Na, das ist nicht wirklich passiert, oder? Geht's dem gut da oben? Also ernst gemeinte Frage. Geht es ihm gut? Weil das sieht alles andere als gut aus. Ja, nee. Alles cool, alles cool. Dort oben ist gerade Party. Dicke Lichtershow und so. Alles tipptopp. Und ja, nachdem zehntausende Raketen fehlgezündet sind. Die Leute sich bekriegt haben. Und allgemein die Menschen zu Tieren geworden sind. Digga, der erste Laden steht schon nicht mehr, Digga. Die haben einfach Argo in die Luft gejagt, Digga. Digga, die haben einfach Argo in die Luft gejagt. Sah es dann am nächsten Tag, wo die Sonne wieder aufging, einfach so aus. Musik.
dickes F an die Person, dem dieses Auto gehört. Und die vielleicht erst heute oder morgen auf die Arbeit gehen und es erst dann sehen. Wer auch immer das ist, wird noch heulen auf dem Parkplatz und beten, dass das vielleicht ein Joke ist oder er sich im Auto geirrt hat. Das ist wirklich das Schlimmste bis jetzt. Die Autos, einfach die Autos. Das tut mir wirklich leid, Mann. Aber war klar, selber schuld, auch wenn man sein Auto in Berlin an Silvester draußen abstellt. Und by the way, wie habt ihr eigentlich Silvester und 0 Uhr gefeiert? Also wie seid ihr reingerutscht? Also ich war mit den besten Brés absolut am Turnen, absolut am Dummgehen. Ich hoffe einfach, ihr habt nicht so gefeiert wie er hier. 3, 2, 1. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Oh my God, bro. Also falls ihr wirklich so gefeiert habt wie dieser Goofy A-Guy hier, dann macht euch Gedanken um euer Leben, weil das ist wirklich ein Level zu hart. Was macht der da? Der feiert mit seinem, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Anime-Mädchen, Freundin, what the f***? Da sag ich euch ehrlich, da ist es sogar besser, wie die hier zu feiern. Fahrgäste, es ist 12 Uhr und das National-Team wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr. Das ist halt auch echt schon hardcore reingeschrieben. Einfach um 0 Uhr in der Bahn sein und das Einzige, was du hörst, ist diese Durchsage. Ein frohes neues Jahr. Aber das ist trotzdem immer noch cooler als der Typ davor. Nee, nicht auch noch einer von denen. Bro, der hat wirklich das ganze Jahr darauf gewartet, ne? Der hat sich ein Jahr lang vorbereitet, genau um 0 Uhr den Drop zu hitten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Cool, Mann, du hast es geschafft. Du kannst stolz auf dich sein. Wer will auch mit Freunden oder Familie zusammen feiern, wenn man einfach alleine zu Hause vorm PC sein kann, um den Outro-Meme-Song perfekt zu hitten? Geil, wirklich. Ich, 2024 wird mein Jahr. Auch ich paar Minuten später nach Neujahr. Holy shit, was hast du gemacht? Der ist einfach full suff in die Dusche gestiegen und hat komplett auseinandergenommen. Was? Scherben bringen Glück. Aber? Immerhin hat der Vater noch gute Laune. Yeah. Scherben bringen Glück. Bro, hätte ich das nach 0 Uhr zu Hause bei mir gemacht, mein Vater wäre ausgerastet wie ein Verrückter und hätte mich rausgeschmissen. Und gönnt euch mal diese Wohnung nach Silvester. Das ist der perfekte Beweis dafür, dass man niemals Silvester bei sich zu Hause machen sollte. Ich sehe nichts. Was ist da drin passiert? Ja, wir wissen ganz genau, wer dafür verantwortlich ist. Safe Air hier. No flash now, no flash. Bro. What the f*** ist da drin passiert? Die haben einfach Raketen in der Bude starten lassen. Weil, ja, ist doch lustig, ist doch witzig. Ach ja, naja, und das war's auch wieder mit dem schönen Jahr 2023. Ab jetzt 2024, ab jetzt Hustle und Durchziehen im Leben. Ich freue mich ja schon wieder ins Gym zu gehen, weil das wird die erste Woche so aussehen. Yo, okay, für was trainieren die alle plötzlich? Naja, Freunde, wenn ihr Glück fürs neue Jahr haben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.